Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Helden und natürlich Heldinnen da draußen. Du bist der Held in deiner Welt. Coaching Podcast wieder mit mir, Uwe Pettenberg. 20 Jahre Coaching Know-how jetzt für deine Ohren. Und heute mit dem Podcast 157, die Sterne im Juli 2021. Und vielleicht kennst du mein Faible für Astrologie. Ich bin ja Hypnosetherapeut, Reinkarnationstherapeut. Da hat vor 25 Jahren die Astrologie eine große Bedeutung gespielt. Heute wende ich es eher hobbymäßig an. Und ich habe mit diesem Podcast über die Sterne im Juli 2021 so wieder einen Rundumschlag gemacht. Ich habe mir viele Astrologen angesehen, angehört, was sie zum Juli sagen. Das habe ich für dich zusammengefasst und natürlich mit meiner Kenntnis dann bereichert, weil oftmals wird ja sehr fachlich darüber gesprochen und ich versuche immer wieder ein bisschen die Konstellationen so im Hintergrund zu beschreiben. Was ist ein Sternzeichen? Was bedeutet der bestimmte Planet etc.? Und da möchte ich es dir ein bisschen leichter machen und ich kläre auch dabei auf in diesem Podcast, wie man am besten mit der Astrologie umgeht, nicht als Wahrsagertool, sondern als Energiegradmesser, an dem ich mich mehr oder weniger ein bisschen orientieren kann. Ja, apropos Orientierung, im Juli-Kurs, im Kurs Du bist der Held in deiner Welt vom 21. bis 24. Juli ist wieder ein Platz frei geworden, also wenn du mit dabei sein möchtest, im Sommer. Und das passt ja glänzend in die Zeit hinein, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Also genau in der Zeit ist es außergewöhnlich gut, ein Seminar zu besuchen. Das klingt jetzt wie Werbung, aber wenn du den Podcast hörst, dann ist es tatsächlich so. Und natürlich die Ausbildung zum Systemcoach, DVEC, die im Herbst, im Oktober 2021 erstmals digital, also in deinem Wohnzimmer, in drei Modulen passiert. Also wenn du bei mir eine Ausbildung machen möchtest, dann geht das jetzt auch rein digital. Und im Sommer nächsten Jahres gibt es wieder eine Live-Ausbildung. Aber jetzt erstmal zu dem Podcast 157 und du wirst merken, warum ich davon spreche, dass es im Juli lohnenswert ist, ein Seminar zu besuchen, denn dort wird das Leben gefeiert. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit meinem Podcast für dich. Ja, herzlich willkommen zu Podcast 157, die Sterne im Juli 2020. Ja, ich habe wieder einmal ganz viele Astrologen im Netz zusammengebracht und die Informationen gesammelt und natürlich dann mit meinen astrologischen Erkenntnissen gepaart. Und das möchte ich dir für den Juli 2020 gerne präsentieren. Und für alle, die glauben, ja, Astrologie, das sei so ein Humbug oder Wahrsagerei, das stimmt natürlich nicht. Da möchte ich wieder am Anfang das Thema Energie anbringen. Energie ist zum Beispiel ein Sonnenbrand in der Sonne, denn die Sonne macht etwas mit uns, aber im Vergleich dazu gibt es keinen Mondbrand. Was will ich damit sagen? Wenn du in der Sonne liegst und die Sonne dich bestrahlt, dann ist die Gefahr groß, dass auf deiner Haut etwas passiert. Das ist Energie, reine Physik. Oder Biochemie, muss man sagen. Wenn du aber nachts im Badeanzug vielleicht dann im Mond liegst, dann ist die Gefahr vielleicht groß, dass du eher frierst und dir eine Erkältung zuziehst. Und das ist für mich immer der ganz einfache Vergleich, wie Sterne und wie die Umwelt auf uns wirkt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, aber gleichzeitig gibt es viele Menschen, die sogenannte Elektionen wählen, also die Terminwahl nach etwas. Der Merkur steht heute rückläufig oder ist rückläufig und deshalb darf ich keine Verträge unterschreiben etc. Das halte ich grundsätzlich für einen Quatsch und deswegen funktionieren auch Horoskope aus der Bild-Zeitung nicht oder aus sonstigen Zeitschriften, denn das muss man schon ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und Astrologie ist immer ein Angebot, die Energie, die gerade vorherrscht, zu sehen. Das heißt nicht, dass das genau alles passieren muss, was dort gesagt ist. Das kann man auch gar nicht so sagen. Aber
Es gibt Zeitqualitäten, wo wir zum Beispiel sagen können, eine Unfallgefahr ist tatsächlich häufiger im Vergleich zu anderen Zeiten. Das heißt aber nicht, dass du einen Unfall haben musst. Das heißt auch nicht, dass du zu Hause bleiben musst und dich einsperren musst, weil solltest du schicksalhaft einen Unfall haben sollen, wenn es sowas in der Form überhaupt gibt, dann hast du den möglicherweise nicht mit dem Auto, weil du unterwegs bist, sondern es fällt dir eine Leiter auf den Kopf, weil du zu Hause irgendwelche Hausarbeiten machst. Also es ist letztendlich ein weites Feld, aber eins funktioniert nicht, dass ich das sozusagen im Grunde genommen auf den Punkt bringe und sage, ja, ich muss mich jetzt letztendlich da ganz zurückhalten. Astrologie ist für mich etwas zu sagen, ja, so bin ich, so ist die Welt und so bin ich und da kann ich mich drauf einstellen oder nicht. Und das möchte ich dir hier mitgeben mit diesem Juli-Bericht, der sehr, sehr ereignisreich ist, weil eben sehr energetisch. Und das merken wir alle, es ist spürbar, wie das ganze Jahr schon und so auch, wie der Sommer jetzt eben passiert. Und vom 1. bis zum 5.7., da steht der Mars in Opposition zu Saturn und auch noch im Quadrat zum Uranus. Wow, das klingt alles wahnsinnig. Was bedeutet das? Mars, es ist die Tatkraft, die Energie und der Mars möchte immer in die konkrete Umsetzung. Der Saturn ist ein sogenannter Langsamläufer, der geht über 30 Jahre. Das ist die Konzentration und die Stabilität. Aber auch die Limitierung. Deswegen haben viele Menschen, die sich mit Astrologie auskennen, ein bisschen Angst vor dem Saturn, wo der da gerade rumfleucht und streucht. Denn er bringt uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist so immer, wenn ich etwas in Energie bringe, dann bremst uns möglicherweise Saturn aus. So ist der Saturn ein bisschen wie ein Schieds- oder Linienrichter. Passt momentan zu der Fußball-EM. Wenn es am schönsten ist, und wenn es am rundesten läuft, dann funkt er möglicherweise herein. Ja, das ist so das Thema Mars und Saturn. Und dann der Uranus. Es ist der Herrscherplanet des Wassermanns. Auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Der Wassermann, der braucht ganz viel Freiheit und Raum. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf. Der spielt noch eine große Rolle. Und der Uranus ist ein Generationenplanet. Also der läuft extrem langsam über eine ganze Generation hinweg. Es ist wie so eine, ja, wie so eine Dauerbeschallung. Und er zeigt sich dann eben hier im Quadrat. Es ist der Drang nach Freiheit und Eigenständigkeit, ebenso wie der Wassermann ist. So, was heißt das jetzt? Also ich sage nochmal, Mars steht in Opposition zu Saturn im Quadrat zum Uranus. Die Folgen sind Spannung, denn du kannst dir vorstellen, dass im Grunde genommen die eine Seite frei sein möchte und die andere Seite limitiert es aber. Das heißt, es kommt zu Aggressionen, es kommt zu Anspannungen und viele Dinge werden gerade vom 1. bis zum 5.7. wie so ein bisschen erzwungen wirken. Das heißt, die Energie ist da, dass man sozusagen sich anstrengt und man will das jetzt so haben und das muss man jetzt durchsetzen und Recht haben. Und da kommt so alles hoch etc. Und manch einer kann sich dann nicht mehr zusammenreißen. Das heißt, die Energie gibt sozusagen freien Raum für einen Ausdruck für etwas, was ich sozusagen lange nicht gesagt habe. Und das kann sogar, man sieht es an den Unruhen, bis zur Gewaltbereitschaft gehen. Aber wie gesagt, denk bitte an das Intro. Das heißt jetzt bitte nicht, dass dir Gewalt widerfährt oder dass du Gewalt ausübst, sondern es ist ein Spektrum an Energie. Und das ist so, so wichtig, das zu erkennen. Und Saturn-Uranus-Quadrat hat uns bisher ja eh schon auch begleitet. Das ist der Riss durch die Gesellschaft, den wir mit der Pandemie erleben. Und das ist sozusagen eine hohe Anforderung an uns und vor allen Dingen in uns. Jetzt momentan ist aus meiner Sicht in den jetzigen Jahren 21, 22, 23 Selbsterfahrung wichtiger denn je. Denn jetzt ist es gerade wichtig zu wissen, wer ich bin, wohin ich möchte. Das ist nichts Egoistisches, sondern es ist so wesentlich, so elementar zu sagen, wenn es draußen stürmt, muss ich in mir die Ruhe finden. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz. Wir sind im Umbruch, denn der Saturn ist eben das Alte und Uranus ist eher das Neue. Und so kommen auch viele Neuerungen über das ganze Jahr. Und dazu muss man sagen, wir kommen ja überhaupt, wenn du die anderen Podcasts von mir schon gehört hast, von der Erdepoche in die Luftepoche. Das ist die, sind die Anfänge der Luftepoche, die ja über 200 Jahre geht. Und
Früher mit der Erdepoche, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, kam die Energie von innen. Also Wissen, Klarheit, Strategie kam durch uns Menschen nach außen. Wir konnten die Bestimmer sein. Das heißt, wenn ich Wissen erlangt habe, wenn ich eine Klarheit hatte, wenn ich eine Strategie hatte, dann konnte ich anderes bestimmen. Und das ändert sich jetzt in der Luftepoche. In der Luftepoche kommt alles eher von außen. Das heißt, die Veränderungen, Technik, Digitalisierung, ja auch tatsächlich Viren kommen von außen und bestimmen ein Stück weit über uns. Das heißt, die Stabilität, die ich gerade angesprochen habe, muss in uns stattfinden. Ich sage mal, Beispiel wäre, ich beginne zu meditieren und bin mir ganz klar über meine Bedürfnisse, was ich kann, was ich nicht kann, wo ich hin möchte. Eben das Thema Selbsterfahrung, das ist jetzt wesentlicher denn je. Ich sag mal, ich persönlich glaube, die Erdepoche war so, da war Persönlichkeitsentwicklung nice to have und jetzt ist es eher eine, in der Luftepoche eine Dringlichkeit. Sonst werde ich zum Spielball. Nicht andere, sondern zum Spielball der Energien der Welt. Wenn ich das selber nicht bestimmen kann, dann kann es passieren, dass ich sozusagen mit dem mitgehe, was passiert. Und das muss nicht immer zu meinem Wohl sein. Also wehre den Anfängen und kümmere dich gut um dich selbst. Die Sonne steht zudem am 4. Juli im Quadrat zum Chiron im Widder, Merkur in Zwillingen und am 6. Juli in Spannung zu Neptun in Fische. Was heißt das? Da werden die eigenen Kräfte realistisch eingeschätzt und dann an der richtigen Stelle eingesetzt. Das ist eine gute Zeitqualität und so kann es dann wirklich auch sein, dass man sich durchsetzt. Das wäre jetzt sozusagen das Positive in der Situation. Du merkst, ich habe gerade davon gesprochen, dass es aggressiv sein kann, aber es kann auch genau sein, dass wir uns genau jetzt für ein Projekt, für eine Idee oder in der Partnerschaft durchsetzen. Was nicht belohnt wird, ist Selbstüberschätzung in solchen Zeitqualitäten. Das wird in der Regel meistens schmerzhafte Konsequenzen haben. Und so wird man momentan auch ein bisschen sehen, wer in dieser Zeitqualität, wer am längeren Hebel sitzt. Längere Hebel heißt sozusagen, wer führt das Zepter an, wer muss sich ein Stück weit beugen. Und manch einer kann sich die Zähne auch ausbeißen. Ein Hoffnungsschimmer gibt es am 5.7. Da gibt es natürlich einen ganz kurzen, günstigen Uranus-Einfluss. Und da gehen die Konflikte, wenn welche gibt, dann etwas besser aus. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, wenn ich von Konflikten spreche, dann ist das eine Zeitqualität. Das heißt nicht, dass du in Konflikten bist, sondern die Idee wäre, dass man, wenn man so eine Zeitqualität kennt, jetzt nicht unbedingt alles auf die Spitze treibt, sondern sagt, Mensch, oh nee, heute ist mal ein Tag, an dem ich mal, ja, nicht klein beigebe, an dem ich mal mich um mich kümmere und ganz bei mir bleibe. So, 6. bis 9. Juli, da kommen wir wieder zurück ins Saturn-Uranus-Quadrat und diesmal wird es spannend. Denn es geht um die Beziehung. Warum? Weil Venus in Opposition zum Saturn im Quadrat zum Uranus steht. Mein Gott, klingt alles schwierig, aber ist halb so wild. Venus, das ist wichtig, das ist der Planet, der für die Liebe steht, für die Beziehung, für die Harmonie, für die Geselligkeit, für Feste, Bälle, Aktivitäten, Kultur, sich zeigen, im übertragenen Sinne tanzen, Lebenslust. Und wenn diese Opposition zum Saturn und Uranus bestehen, dann wird Altes und Neues auf die Waagschale gelegt, auf der Beziehungsebene. Da gibt es Anfänge und eben Neubeginne. Man kann es so ein bisschen sagen, Sterb- und Werdeprinzip. Das ist zwar eher plutonisch, aber das passt in diese Zeitqualität hinein. Da ist eher sozusagen ungünstig, sich nicht zu bewegen, unflexibel zu sein. Denn das Alte wird eher ausgebremst. Und es geht um neue Entscheidungen, neue Ideen. Also 6. bis 9. 7. ist die Zeitqualität, dass ja Neues ins Leben kommen kann, in Beziehungen, das heißt in Partnerschaft, aber auch im Businessbereich. Das geht einfach dann ein Stück weit leichter. Da trifft man plötzlich wieder alte Freunde in neuem Gewand oder man hat Begegnungen mit ganz neuen Menschen und so weiter und so fort. Und interessant ist, es wird in dieser Zeit mit der Venus vermehrt auch das Weibliche, das Geschehen einer Prägung aufsetzen. Also das heißt, da passiert eher etwas
nicht, also von der weiblichen Seite in dem Sinne, dass es weiblicher geführt wird und dass die weibliche emotionale Seite wesentlicher wird. Und da denke ich sofort natürlich an die Kanzlerkandidatinnen für die Wahl im Herbst. Ich glaube, im Juli werden wir so ein paar Sachen hören, gerade in der Zeitqualität, wo so Statements aus dieser weiblichen Welt kommen. Und am 10. Juli, haha, da kommen wir in den Neumond. Da erleben wir immer Nina und die Kiddies. Da ist es echt spannend, dass unser Kleiner gerade, der Jasper, der ist beim Neumond immer ganz durch den Wind. Das heißt, er schläft schlecht und er schlafwandelt tatsächlich. Also eine Energie. Klar. Und der Neumond steht am 10.7. im Krebs. Das gibt erstmal eine kleine Atempause im Juli. Aber wie gesagt, auch hier wieder Neubeginn. Thema Familie strukturiert sich vielleicht etwas. Konflikte werden bereinigt und so weiter. Neumond ist immer ein Neubeginn. Und da beginnt natürlich Mitte des Monats ein neues Kapitel, das wirklich vielversprechend ist, wenn Venus und Mars im Löwe sind. Der Löwe steht für Selbstausdruck, für Feuer, für Gefühle umsetzen. Nicht nur Gefühle haben, sondern Gefühle umsetzen, in die Führung gehen, im Herz ganz freigebig. Aber unter Druck wird der Löwe in der Regel ja eher kalt, da zieht er sich zurück, das mag er gar nicht. Und das ist jetzt Interessante letztendlich, da gibt es eine Konjunktion am 13. und 14. Juli. Der Mond, der ist ja für die Gefühle, für die Stimmung, für das Seelenleben zuständig, der transitiert die beiden am 12. und bildet am 13. eine Opposition zu Jupiter. Das heißt, 12. 13. ist dann Expansion und Fülle und Spielräume in der Gesellschaft. Also du merkst schon, der Juli ist spannend, der baut sich auf. Erst geht so ein bisschen energetisch runter, Konflikte, und dann kommt plötzlich viel Neues dazu. Da bricht etwas auf, also viele Chancen. Das liegt natürlich nicht zuletzt auch in der Energie mit des Sommers, darf man nicht vergessen. 13. Juli, da ist die Venus in voller Lebenslust. Eben da ist sozusagen Venus und Mars in einer spannenden Konstellation. Ja, da kommt es zu dem Thema, dass sich sozusagen das Weibliche auch mit dem Männlichen vereinigt. Deswegen sagt man letztendlich, das ist so diese Idee der Beziehungsarbeit und so weiter. Da gibt es hohe Anziehungskraft, da trifft man Seelenverwandten oder man hat das Gefühl, wenn du gerade sozusagen auf Partnersuche bist, dass du plötzlich jemanden triffst, wo du sagst, boah, den kenne ich gar nicht, aber der ist ja mit mir seelenverwandt. Und wer in einer Beziehung lebt, kann da durchaus ganz tiefe, angenehme Tiefen erfahren. Also da geht es plötzlich runter mit guten Gesprächen, toller Sexualität, also alles, was sozusagen da unterstützen wirkt. Eine ganz, ganz feine Sache. Aber natürlich ist der eine Pol. Auf der anderen Seite gibt es den Pol, wenn es in die Tiefe geht und man sich nicht grün ist, dann kann es auch scheppern, dann kann es auch die Dramen geben. Am 15. Juli steht zudem die Sonne im Trigon zu Neptun. Was ist der Neptun? Es ist der Herrscherplanet der Fische und es ist die Inspiration, die Vision, die schöpferische Sehnsucht. Das ist also die große Zeit für die Liebenden. Und da ist es wirklich, das möchte ich dir als Tipp geben, das kann man sich ganz einfach merken, Mitte Juli, lass uns das Leben zelebrieren. Also natürlich. Ich bitte darum, Klammer auf, Klammer zu, unter Pandemievoraussetzungen, dass man sich wirklich achtsam miteinander umgeht, mit dem Thema Masken und Tests und so weiter. All das ist ja wichtig, etc. Das soll jetzt nicht außer Acht bleiben. Aber zelebrieren meine ich, dass du wirklich das Leben genießt, deine Lieben sozusagen um dich hast, entweder die Familie oder deinen Partner oder Partnerin. Und das, was dir wirklich Freude macht, dass du dir das erlaubst. Und zwar wirklich ausgelassen. Wie gesagt, unter Corona-Maßgaben ausgelassen zu feiern. Das ist eine gute, gute Zeit, um die Sorgen einfach hinter sich zu lassen, die uns seit Monaten vielleicht mitziehen oder mit runterziehen. Meine Idee wäre, feiere dich und feiert euch mit gutem Essen, mit Wein, Liebe, Freiheit. Die Pandemie mal ganz kurz vielleicht vergessen. Und ich mache das mit Nina immer, da freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn wir dann gut essen gehen zum Beispiel und uns selber feiern. Das machen wir auf der einen Seite mit den Kindern, aber da fällt das Essen natürlich etwas anders aus. Aber wir gehen oftmals in ein Sternelokal auch. Das machen wir jetzt übrigens auch wieder am 1.7. mit der Mentoring-Männergruppe. Gehe ich auch wieder zum Alexander Hermann natürlich
nach Würzberg, denn das ist so wichtig, dass wir, wenn wir intensiv energetisch arbeiten, dass wir uns auch wirklich gut, damit meine ich auch mit guter Kost, nicht nur irgendwie was reinstopfen, sondern mit feiner Kost uns auch nähren, damit es uns auch innerlich gut geht. Da lege ich in meinen Coachings guten Wert drauf, auf gutes Essen. Aber zurück zu dem Thema. Das heißt, hier kannst du das zelebrieren oder ein tolles Picknick. Früher, wie ich noch in München gelebt habe, da hat man sich an die Isar gesetzt und hat ein super Picknick gemacht, hat kleine Schweinereien eingekauft, irgendwie guten Fisch oder keine Ahnung, Champagner oder was. Du siehst schon, wo ich hin will. Also zelebriere, es ist die beste Zeit. Das sind die Momente, wo du in Zukunft drüber sprechen wirst. Ja, also du merkst meine Euphorie, ich freue mich schon drauf. Denn am 17. Juli wird es schon etwas dunkler mit der Energie, nicht am Himmel hoffentlich, denn da steht die Sonne gegenüber Pluto. Und der Pluto, das ist ja der Herrscherplanet vom Skorpion, der hat immer ganz konkrete Vorstellungen und Leitbilder. Das ist so der Wadelbeißer, genau so muss es sein, bloß nicht loslassen. Aber das Positive ist auch, dass es sich natürlich durchsetzt. Auch hier sind wir wieder verbunden, nicht erschrecken, das nennt man so, mit Leben und Tod, Sterbe- und Werdeprinzip. Das heißt nicht, dass jemand sterben muss, sondern das sind immer die endenden Dinge und die anfangenden. Das ist, Hermann Hesse hat es ja schon mal so schön gesagt, das Zitat kennst du, jedem Ende wohnt ein Anfang inne, und das ist genau mit dem Sterbe- und Werdeprinzip auch gemeint. Und deshalb ist es so gut, wenn man sich, und deswegen finde ich auch die Astrologie so toll, energetisch darauf vorbereitet. Das heißt, eine gute Vorbereitung trifft dann auf eine Gelegenheit. Du kannst die Gelegenheit im Leben nur sehen, das hast du bei mir auch schon mal im Podcast gehört, wenn du gut vorbereitet bist. Oder wie der René Bourbonus so schön mal gesagt hat in einem Seminar, das ich besuchen durfte bei ihm, du kannst das Ass nur aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reingetan hast. Und genau das ist es, die gute Vorbereitung trifft auf eine gute Gelegenheit. 20. Juli, der Merkur, der ist übrigens für Bewegung zuständig, umkreist die Sonne und ist eng mit unserer Persönlichkeit verbunden, der steht im Krebs. Und Krebs, kennst du vielleicht das Sternzeichen, Gleichklang, ist relativ leicht aus der Bahn zu bringen, schmollt auch mal gerne, hat aber das Versorgende, das Mütterliche innen. Und das ist im Sextil zum Uranus. Und du erinnerst dich vielleicht, was ich gerade sagte, Uranus ist immer das Neue. Also kommen jetzt am 20.07. neue Gedanken in die alte Stube. Blitzartig neue Erkenntnisse, Intuition. Die Menschen, wir werden plötzlich interessante Gespräche führen, Dinge, über die du früher vielleicht nicht gesprochen hast. Tolle Möglichkeiten für neue Geschäfte, für Start-ups. Und einfach für außergewöhnliche Ideen. Mega. Also um die Zeit im dritten Drittel des Juli. Und das wirst du merken. Das ist eine Energie, die spürt man wirklich. Und dann tritt natürlich die Sonne in den Löwen. Und zwar am 22. Juli kommt das, die Sonne in den Löwen. Das heißt, der Löwe als Sternzeichen kommt nach oben. Und dann gibt es die Löwegeborenen, die Geburtstag haben. Und die Venus ist am selben Tag in der Jungfrau. Die Jungfrau, die ist akribisch, die ist korrekt, die braucht Sicherheit, die ist bedacht, sonst fängt sie gar nicht an. Sie ist fleißig und so weiter und so fort. Und wenn dann Venus und Jupiter zusammenkommen zur gleichen Zeit, dann ist es das kleine und das große Glück, das nennt man so schön. Die stehen sich dann direkt gegenüber und sorgen für vertrauensvolle Atmosphäre. Die wiedergefundene Freude könnte ganz reale Auswirkungen haben und dazu führen, dass sich wirklich mächtige Blockaden, die durch das Saturn-Uranus-Quadrat entstanden sind, wieder lösen. Also du merkst, was am Anfang eher ein bisschen eng wirkt, das löst sich am Ende dann wieder entsprechenderweise. Das ist so wichtig, dass wir im Grunde genommen die neuen Gedanken, die da kommen, diese neuen Gespräche tatsächlich, wie es so früher so schön heißt, auch eintüten können. Wir können was draus machen. Wir labern nicht nur, sondern wir können auch etwas zum Abschluss bringen. Und am 24. Juli gibt es dann wieder den Vollmond. Da ist ja immer etwas in Bewegung. Und der, und das habe ich eingangs schon gesagt, steht dann im Wassermann. Und der Wassermann, ja, das ist ein ganz außergewöhnliches Sternzeichen. Der steht für die Erneuerung, der ist der Revoluzzer und außergewöhnlich deshalb, weil er auch oft der Narr ist. Wer Wassermann geboren ist, der erlaubt sich oft mal so Querschläge, der prescht mal übers Ziel hinaus.
Aber man nimmt es ihnen gar nicht so übel, weil man oft denkt, ah ja, so unwahr ist das gar nicht, was er da gerade erzählt. Also du musst dir den Wassermann immer ein bisschen vorstellen, wie früher im Königsreich, wo der Narr immer so ein bisschen mehr sagen durfte zum König. Der Narr, der hat den König belustigt und gleichzeitig durfte aber auch Wahrheiten rausgeben. Und das ist letztendlich so die Idee dahinter, was der Wassermann inne hat. Also heißt es, Vollmond am 24. Juli, die Luft ist in Bewegung, das Luftige, die Freiheit, motiviert weiterhin zu unbekümmerten Leben und das Leben bricht weiter auf. Am 25.07., da steht der Merkur-Pluto-Opposition, also geht dann im Vollmond einher. Und das ist total spannend, weil am 24., da ist ja so das große Freiheitsthema Aufbrechen. Und wenn der Pluto am 25. reinfunkt, dann kann es wieder in die Rechthaberei abgleiten, also Auseinandersetzungen etc. Und ich glaube, am 25.07., da gibt es eher Spannungen. Also da mal vielleicht mal hingucken. Denn dann ist der Mond auch noch in Opposition zum Mars. Und dann am Ende des Juli, 28.7., ist der Jupiter rückläufig. Ja, da gibt es vorlaufende Planeten und rücklaufende Planeten. Und der wird am 28. Juli wieder in den Wassermann zurückkommen und so bis zum Ende des Jahres 2021 weiter agieren. Und das heißt Transformation. Ich wiederhole nochmal, der Wassermann ist eben die Erneuerung, der Revoluzer, die Narretei, neue Wege. Und da kann man wirklich erkennen, dass bis zum Jahresende 2021 einfach noch ganz viel Kontroverses diskutiert wird. Da gibt es den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, nach Reformen, die Sehnsucht nach der Freiheit und gegenüber dann der Schutz zum Thema Corona etc. Also das, was wir in den Anfangsjahren schon erlebt haben, 2021, das wird sich letztendlich in dieser Wassermann-Qualität bis zum Jahresende weiter durchziehen. Und da wird man merken letztendlich, dass es da bestimmte wirklich Unruhe und Unstimmigkeiten gibt. Das muss nicht schlimm sein, aber es wird einfach noch, bereite dich darauf vor, jetzt nicht im Sommer nur, weil jetzt Party gemacht wird oder weil wir uns etwas lockern können mit all den Umständen, dann gleich vorbei sein. Und das ist für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir fair zu uns allen sind und sagen, ja, es kann im Herbst wieder ein bisschen mehr Diskussionen geben. Und das heißt jetzt nicht, dass Corona extrem über uns hereinbricht. Das wissen wir alle nicht. Das kann sein, muss aber nicht. Aber da wird noch viel diskutiert und viel gemacht und da wird einiges offen bleiben. Und im Jahr 2022, aber dazu zum späteren Zeitpunkt mehr, wird sich das alles dann deutlich ausgleichen. Aber das ist jetzt nicht Thema zum Juli 2021. Eins ist aber sicher, im September gibt es ja die Wahl in Deutschland, die Bundestagswahl. Und da bin ich mal gespannt, was da in einer Wassermann-Qualität passiert. Also da kann durchaus sein, dass Wahlergebnisse herauskommen, wo wir sagen, boah, krass, das hat ja niemand erwartet. Also, lass uns gespannt sein. Ich wünsche mir für dich alles Liebe, alles Gute. An erster Stelle bleib gesund. Feiere dich und deine Lieben gerade im Juli. Du weißt warum, ich habe es ja hier angedeutet. Ich freue mich, wenn du in meinem Podcast immer wieder mit dabei bist. Danke für dein So-Sein, danke für dein Dasein. Einfach danke für dich. Alles Liebe. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, unter pettenberg.de kannst du ja Newsletter abonnieren, meine Homepage anschauen. Freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.